Herzlich willkommen bei World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG. In der letzten Sendung haben wir einige wichtige Informationen zum Thema ökologischer Fußabdruck gehört. Heute widmen wir uns dem Thema Wohnen und Hermann Griesner zeigt uns mit Tipps und Tricks, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck hier minimieren können. Unter dem ökologischen Fußabdruck wird die biologisch produktive Fläche auf der Erde verstanden, die notwendig ist, um unseren Lebensstil und Standard dauerhaft zu ermöglichen. Der ökologische Fußabdruck unterteilt sich in die vier Bereiche Mobilität, Wohnen, Ernährung und Konsum. Würde man die Fläche der Erde, die diesbezüglich vielleicht ein Viertel der Gesamtfläche ist, allen Menschen gleich zur Verfügung stellen, hätte jeder in etwa 1,6 Globalhektar. Realität ist, dass wir derzeit im Weltschnitt 2,7 haben, also wir überstrapazieren die Erde und ein durchschnittlicher Österreicher hat 6. Also wir sind als Österreicher verbrauchen wir weit zu viel. Aktuell beträgt der Fußabdruck im Bereich Wohnen rund 25%. Wohnen, da geht es im Kern darum, wie wir wohnen. Also da ist die Energie, der Energieverbrauch ist im Feld Wohnen das Entscheidende. Einerseits wie viel Energie verwenden wir für Heizen, für Warmwasser und für Strom? Also hier muss man sagen, um was zu verbessern, müssen wir in weit besser gedämmten Häusern wohnen. Hat auch den Vorteil, wir haben geringere Energiekosten, entlastetes Budget. Wir müssen mit sauberer Energie den Energiebedarf decken, also keine fossilen Energieträger, sondern erneuerbare, weil das auch den Fußabdruck reduziert. Und was man nicht vergessen darf, wir müssen sparsam und bewusst mit Energie umgehen, also das Nutzerverhalten. Das kann sein von, wie warm ist es im Raum, brauche ich 24 Grad oder reichen auch 22. Das kann sein, das klassische Licht ausschalten, was nicht die größte Sache ist, aber wichtig ist, solche Dinge mehr. Und dann, die Häuser sollen nicht nur gut wärmegedämmt sein, sondern wir sollen auch auf kleineren Flächen wohnen. Denn je kleiner der Wohnraum, umso geringer der Fußabdruck. Das ist vielleicht etwas unangenehm für den einen oder anderen, aber es ist nun mal so, übergroße Wohnräume für wenig Personen haben einen großen Fußabdruck zur Folge. Wer wissen möchte, wie hoch sein persönlicher Fußabdruck ist, kann das ganz einfach online errechnen. Da gibt wunderbare Tools im Internet, die frei zugänglich sind, wo man sehr schnell hinterlegen kann, wie lebe ich eigentlich in diesen vier Feldern wohnen? Also wie groß ist mein Haus? Wie gut gedämmt? Wie viele Personen? Wie verbrauchen wir Energie? Womit beheizen wir und wo kommt der Strom her? Dann weiß man sehr schnell, wie groß ist er im Jetzt? Und dann gibt es die Möglichkeit, durch vorgeschlagene Tipps, sagen, jetzt verringere ich den, wir wärmedämmen unser Haus, wir stellen die Heizung von Öl auf Wärmepumpe und solche Dinge mehr. Und dann hat man sofort das Ergebnis, wie sehr sinkt der Fußabdruck. Und da kann man auch gleich sagen, letztlich kann ja jeder von uns seinen Fußabdruck reduzieren, aber nicht auf die Zielgröße 1,6, weil unsere Gesellschaft schon derartig hoch entwickelt ist, dass wir schon eine Grundlast mit uns herumtragen, die für Straßen und für Krankenhäuser, für das ganze öffentliche Leben. Aber trotzdem, ein Fußabdruck von 6 ist viel zu hoch. Jeder kann in die Richtung halbieren. Das ist, denke ich, schon möglich. Gerade im Bereich Wohnen lässt sich der eigene Fußabdruck leicht minimieren. Also beim Wohnen ganz konkret dafür sorgen, dass man mit sauberer Energie heizt und einen Strom verwendet, also Ökostrom und grüne Energieträger fürs Heizen. Wenn möglich, das Gebäude wärmedämmen, das heißt oberste Geschossdecken, Fenster tauschen, Außenwände wärmedämmen. Das heißt sparsam mit Energie umgehen, Raumtemperatur runter, richtig lüften, hilft hier sehr. Beim Strom ist es eben das Ausschalten von Geräten, die man nicht benötigt. Und den Wohnraum zu verkleinern ist wahrscheinlich schwierig, aber man sollte natürlich überlegen, ob man noch vergrößert. Alle Infos rund ums Thema ökologischer Fußabdruck finden Sie auf www.salzburg-ag.at/energieberatung. Jetzt in der kalten Jahreszeit im Winter haben wir es ja alle gerne kuschelig warm zu Hause. Unser Energieberater Hartmut Liedl hat Tipps und Tricks für Sie, um energieeffizient durch den Winter zu kommen. Besonders wenn es draußen kalt ist, will man es drinnen schön warm haben, aber auch nicht unbedingt gleich das Geld beim Fenster rausheizen. Dazu ist es wichtig, dass das Zusammenspiel von Außen- und Innentemperatur gut aufeinander abgestimmt ist. Beginnen wir also beim Heizungsregler im Wohnzimmer. Grundsätzlich sind diese Regler voreingestellt vom Installateur. Trotzdem sollten sie nachjustiert werden können. Und der Installateur ist froh um die Informationen, dass es zum Beispiel in der Übergangszeit, also sprich bei plus 10 Grad, zum Beispiel zu warm ist
oder dass es bei minus 15 Grad zu kalt ist. Das wären diese Punkte, weil dann kann er die Heizkurve hier anpassen und eine ideale Heizkurve erstellen. Vor Beginn der Heizsaison bzw. auch während wäre ein Check durch den Installateur also sinnvoll. Dass die Wasserzirkulation im Heizkörper auch richtig funktioniert, sollte man diesen unbedingt entlüften und von Staub und Ablagerungen befreien. Heizkörper sollten auch nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt sein. Bei längeren Abwesenheiten sollen 12 Grad wegen des Frostschutzes nicht unterschritten werden. Grundsätzlich liegt die Temperatur, nämlich die empfohlene Raumtemperatur für Schlafräume, bei 17 Grad, in Wohnräumen bei 20 Grad. Zu bedenken ist allerdings auch, dass jedes weitere Plusgrad 6% mehr Energieverbrauch bedeutet. Grundsätzlich wird empfohlen, regelmäßig auch zu lüften, aber auch hier kann man so einiges falsch machen. Man unterschätzt es vielleicht etwas, weil das Lüften doch zwischen 10% und 20% der gesamten Gebäudeverluste ausmachen. Und ob jetzt 10% oder 20% macht, das ist natürlich eine Verdoppelung. Das heißt, es kommt darauf an, wie ich richtig lüfte. Ich soll nicht zu viel lüften, aber nicht zu wenig lüften. Und es ist eine kritische Zeit in der Übergangszeit, wo es draußen noch warm genug ist, wo man die Fenster gekippt hat und unter Umständen der Thermostatventil vom Heizkörper schon reagiert, der Heizkörper warm ist, das heißt die Heizung läuft und das Fenster offen ist. Das ist eine ganz schlechte Zeit. Im Hochwinter merkt man es mehr. Wenn es kalt wird, macht man automatisch zu. Trotzdem sollte man im Hochwinter das Dauerkippen vermeiden, auch in den weniger benutzten Räumen, weil sonst die Bausubstanz darunter leiden könnte. Es kühlen dann die Fensterecken aus. Dort kommt es zu einem Beschlag drinnen und kann bis zu Schimmelpilz alles vorkommen. Um diesen Raum gezielt zu lüften, brauche ich bei einem gekippten Fenster ungefähr eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, damit die Luft gänzlich ausgetauscht ist. Besser geht es, wenn die Tür ganz geöffnet ist oder das Fenster ganz geöffnet ist. Dann schaffe ich das in 4 bis 10 Minuten. Und noch besser ist es, eine Querlüftung zu machen. Das heißt, ich mache hinten und vorne auf und das Ganze ist in 2 bis 4 Minuten erledigt. Das ist die wirtschaftlichste Art und Weise, wie man im Winter lüften kann. Beim Lüften die Heizkörper abdrehen, um auch hier Energie zu sparen. Bei Fußbodenheizungen ist dies allerdings nicht unbedingt notwendig. Schon einfache Tipps helfen uns beim Energiesparen. Wir wissen, dass 1 Grad Raumtemperatur ungefähr 6% Energie spart. Wir können aber auch unsere Häuser gut bauen oder gut sanieren und somit die Heizperiode verkürzen. In diesem Haus konkret ist die Heizperiode um ca. 6 Wochen verkürzt. Und das ist für uns eigentlich ein wertvoller Beitrag in Richtung Erfüllung unserer Klimaziele. Alle Informationen finden Sie wie gewohnt auch auf unserer Website, genauso wie die Kontaktdaten der Energieberatung der Salzburg AG. Heutzutage wird es immer beliebter, eine Bestandsimmobilie zu erwerben und diese dann zu sanieren. Wie man hier am besten schrittweise vorgeht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Die Erhaltung alter Bausubstanz wird immer wichtiger und immer bedeutender. Hier haben wir ein Gebäude aus dem Jahr 1956, also Nachkriegszeit. Das Haus wurde bisher mit einer Ölheizung beheizt und die Warmwasserbereitung erfolgte mit Elektroboilern. Dieses Haus jetzt auf den heutigen Stand der Technik zu bringen, ist im Trend und ist auch wichtig, wenn man das Wort Nachhaltigkeit ernst nimmt. Nachdem man die alten Teile demontiert hat, beginnt die Arbeit, die Sanierung. Der erste Schritt ist die Herstellung eines Vollwärmeschutzes. Also neue Fenster in Verbund mit neuer Außenwanddämmung, oberste Geschossdecke dämmen und auch Kellerdecke dämmen. Hier gibt es konventionelle Dämmstoffe oder ökologische. Ökologische sind Hanf, Kork oder auch Zellulose. Durch diesen Vollwärmeschutz gelingt es, den Wärmebedarf des Hauses um 50 bis 70, manchmal sogar auch mehr, zu senken. Sie brauchen also zukünftig wesentlich weniger Heizenergie für das dann sanierte Haus. Bei der Sanierung oder Wärmedämmung der Außenhülle ist es wichtig, die neuen Fenster und die Fassade in einem Arbeitsschritt zu machen, um hier ideale Übergänge und keine thermischen Brücken zu haben. Ganz wichtig ist es, einen alten Balkon entweder abzuschneiden und thermisch neu aufzubauen oder ihn einzupacken, um hier zu verhindern, dass die Balkonplatte eine sogenannte Kältebrücke ist. Jetzt mit der neuen Dämmung, dem sogenannten Vollwärmeschutz, sinkt natürlich der Heizenergieverbrauch und auch die Heizleistung, Heizlast deutlich. Es ist eine Niedertemperaturheizung möglich. Was ist das? Dies ist eine sogenannte Flächenheizung, also entweder Wandheizung, Deckenheizung
oder auch Bodenheizung. Auch Radiatoren sind weiterhin möglich. Und jetzt ist es möglich, auch verschiedene Energieträger zu verwenden. Also nicht mehr die alte Ölheizung, die man bisher verwendete, sondern jetzt kann man wählen zwischen Fernwärme, Biomasseheizung, aber auch Gasheizung oder Wärmepumpe. Hat man die Heizung geregelt, dann gilt es, die neue Warmwasserbereitung zu entscheiden und einzubauen. Hier gibt es die Möglichkeit zentrale Warmwasserbereitung oder dezentral. In aller Kürze. Zentral heißt, man macht das Warmwasser meist mit dem Heizkessel gemeinsam oder hat ein zentrales Warmwassergerät, eine Warmwasserwärmepumpe. Dezentral heißt, das Warmwasser wird dort erzeugt, wo man es braucht, zum Beispiel am Waschbecken, direkt in der Wohnung und dergleichen. Über die Dämmung der obersten Geschossdecke haben wir ja bereits gesprochen. Das wäre hier der Fußboden. Eine weitere Möglichkeit der Dämmung ist die Dämmung des Daches. In diesem Falle hier würde sich eine sogenannte Spanndämmung anbieten. Also diesen Bereich zwischen diesen Holzträgern mit Dämmstoff aufzufüllen. So hat man eine sehr gute Dämmung und auch einen sommerlichen Überwärmungsschutz. Das war's auch schon wieder mit World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburg AG. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.